Es brennt! Es brennt! Holt das Mädchen heraus! Ich kürze das mal kurz ab. So. Und dann retten wir das Mädchen. Es ist oben und wir haben wieder mal nicht viel Zeit. Rein in die gute Stube. Und wieder sei die Frage erlaubt, wo ist die Küche gleich nochmal? Ich nehme auf jeden Fall mal wieder das Geld mit. Probieren wir es doch mal hier hinten. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ja. Ich habe gerade was gesehen. Merci beaucoup. So, einmal auf den Feuerlöscher gewechselt und dann wollen wir hier mal kurz die Hütte ein bisschen unfeuriger machen. Wir haben ja offenbar unendlich viel Möglichkeiten, das Ding zu benutzen. Lösch, CJ, wie du noch nie gelöscht hast. Macht natürlich auch total Sinn. Erst zünden wir die Hütte an und dann löschen wir sie wieder. Ich weiß, wir sollten nach oben gehen. Ich will aber noch ein bisschen schauen, ob wir eventuell Geld finden könnten. Versteht ihr? Ich glaube, das Feuer weitet sich eher aus, als weniger zu werden. So ganz tendenziell. Aber ich sehe hier sowieso nichts. Von daher, auf nach oben! Kann mir mal jemand den Rauch aus dem Gesicht nehmen? Das wäre sehr nett. Sehr liebenswürdig wäre das. Aber ich glaube, hier ist auch nicht mehr Geld noch. Was ist das denn hier? Eine Tür oder eine Wand? Man weiß es nicht so genau. So. Stand back! Put it out! Put it out! Damit wäre das erledigt. Komm raus, Mädchen. Oh Gott, I'm so scared. Oh crap. Oh my God, what was that? Hey, the building's starting to collapse. We gotta get out of here, fast. Na klar. Darf ich mir noch mal kurz schauen? Denn hier hinten ist auch noch Geld. Mädchen? Magst du mal aus der Tür gehen, eventuell. Oh, Alter. Hallo? Quit Danke. I'm on it. So, ich möchte doch noch die Knete mitnehmen. Schließlich sind das $500 gewesen. So. Besser so. Machen wir uns doch einfach einen neuen Weg. Nicht wahr? Würde ich doch vorschlagen. Du dabei? Ja, sie ist dabei. Okay. Wir sind schon unten. Hier unten gibt nichts nach. Wir sind auf dem Bodenlevel. Naja. Ausgang ist, ja, irgendwo da drüben. Passt. Wir sind raus. Ich habe das Mädchen zurückgelassen. Was? Wie ist das denn passiert? Wo ist sie? Hallo? Kommst du? Oh, Verzeihung. Habe ich dir etwa ins Gesicht gefeuerlöschert? Ja, jetzt komm. Ist es denn zu fassen? Hey, man, I owe you my life. Ah, big love. I was nearly dead there for show. Hey, you look pretty shook up, girl. You want me to take you home? Yeah, please, thanks. Unsere erste große Liebe ist es nicht zu fassen. So, komm rein, Mädchen. Where you live? Just off Grove Street. No shit. What you doing in Bargo's hood? I like to live dangerously. You're CJ, right? Yeah, how you know me? Everybody in the Grove knows you and your brother. But I thought you'd run away. I never ran away, okay? I just needed to get away from shit. So. Das ist die erste von vielen möglichen Beziehungen, die wir anfangen können. Und das wollen wir natürlich auch sehr gern machen in diesem Let's Play. This is my place here. Wunderschön. Und jede der Damen ist auf eine andere Art und Weise etwas speziell. Aber das werden wir noch sehen im Laufe des Spiels. Hey, what's your name? Denise. Denise Robinson. Give me a call sometime. We should go out or something. Yeah, I'd like that. Okay, I'll catch you later, CJ. Wunderbar, Mission erfüllt. Diesmal gibt's leider nicht mal Respekt. Aber ich würde sagen, wenn wir eh schon hier sind, können wir die Dame doch auch gleich ausführen, nicht wahr? Denise ist jetzt deine Freundin. Mach sie glücklich, dann wird sie dich lieben. Um sie auszuführen, schau bei ihrem Haus vorbei.
Hi there, girl. What's up? Hey, girl. Let's get something to eat. Such dir ein Lokal aus, das deiner Freundin gefallen könnte, und bring sie hin. Es stehen schnelle Restaurants, Bars und Dinners zur Auswahl, die alle auf der Karte bezeichnet sind. Und je nachdem, was für eine Dame wir haben, möchte sie woanders hin. Für die hier reicht. Echt jetzt? Für die Dame reicht das 5-Sterne-Lokal Cluck & Bell. What the fuck? Wer schießt auf mich? Egal. Ich finde die Musik so großartig dabei. Liebe. Ah, okay, es sind die Bellas, die auf mich geschossen haben. Alles klar. Darf ich mal kurz den Typen da über den Haufen fahren? So, steig ein. So, er lebt immer noch, oder? Ja. Sieh mal an, und er ist schon wieder unter meinen Rädern gelandet. So ein Ärger, diese Unfälle, die heutzutage aber auch immer passieren. So, bringen wir Denise mal zurück. Das war eine schnelle Nummer. Und mehr braucht's bei der auch nicht. We should do this again. Bye, beautiful. Sie will dich wiedersehen. Bald wird sie dir nicht mehr widerstehen können. Wir sehen, auch hier gibt's den Fortschrittsbalken. Das werde ich dann, glaube ich, mal, weil sich erstmal nicht mehr ergibt dabei, abseits der Aufnahmen machen, würde ich sagen. Oh, Leben ist voll. Dann machen wir doch direkt wieder zu den Crashbullen hin. Und schauen mal, was wir da so reißen können. Ich hoffe ja, dass wir unseren Schussskill relativ bald erhöhen können. Weil er nicht bloß die... what the fuck? Weil er nicht bloß die Treffergenauigkeit erhöht. Sondern auch die Schussweite, soweit ich das in Erinnerung habe. Also, wir haben ja schon mitgekriegt, es kommt öfters mal vor, dass wir schießen und wir treffen einfach nichts. Weil halt einfach die Schussweite nicht bis dahin reicht, was eigentlich total schwachsinnig ist. Ich weiß nicht, warum man sowas eingebaut hat, aber naja, so ist das eben. Weg da! Und ich glaube, das sollte sich dann auch erweitern, wenn wir ein bisschen die Schussskills erhöht haben. Momentan sind die... Achso, wir können uns das gerade gar nicht anschauen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mit hier dabei stehen. Momentan sind die jedenfalls noch nicht so hoch. Waffenskill? Ah ja, da steht er ja. Wer ruft? Some pecan base-head fool has been slanging to his Grove brothers. What? Who? Check this out. He's been buying shit over in Glen Park. He know the hood's talking, and he's hiding out with his new ball of friends. Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, CJ. You fuck up Glen Park, and that turncoat bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Okay, I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. You need some stripes. Get over to Ammunition and get a heater. Na, klasse. Wir kriegen wieder bloß Bescheid gesagt und müssen wieder alles selbst erledigen. Ist doch klar. Aber erstmal machen wir das hier. Gray Imports. Carl! Damn! Where are you off to? Shit! Where you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-assed drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the Docklands, and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Winke, winke, Arschlöcher. Mach dich auch zu den Docks, wo die Ballers einen Deal mit den Russen durchziehen. Mal wieder die Russen. Ich glaube, die tauchen auch wirklich bloß als Waffenhändler auf hier in dem Spiel. Reicht aber auch.
Was will man mit denen auch hier im Spiel? Sie passen nicht ins Setting. Ha! Was macht denn der Mensch? So. Dann wollen wir mal kurz bis zum Motorrad-Action steigen lassen. Hui! Oh Gott! Was zur Hölle? Ja, die Bordsteinkanten. Die tückischen Bordsteinkanten haben uns mal wieder erledigt. Ups. Ja, bis die Tage, liebes Motorrad. Ich fahre dann mal hier mit. Bitte geradeaus. Ah, echt jetzt? Dann müssen wir mal umsteigen. Der Herr, bitte aussteigen. So. Gab's ja immer einen Bullen in der Nähe. Oh, tatsächlich. Dann fahren wir mal ganz schnell weg, bevor er sein Motorrad wieder gefunden hat. Uah, diese Kiste. Aber ist okay, ich fahre dann mal hier oben weiter. Weg. Wir fahren einfach über die Brücke. Ich glaube, es sollte erfolgversprechender sein. Ich muss sagen, der Felser ist gar nicht so schlecht. Also er sieht zwar ziemlich kacke aus, aber ist relativ schnell dafür, finde ich. Oder sagen wir zumindest, er ist nicht ganz so scheiße, wie er aussieht. So, da sind wir da an der Grove. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Aber zumindest die Richtung sollte ja so ungefähr passen. Und ich glaube, die Docks sind ja auch in der Nähe von der Grove Street. Von daher passt schon. Ja, da ist es. Wunderbar. So, ich hoffe mal, wir kriegen die Mission hin. Es wird auf ein wenig Feuergefecht hinauslaufen. Ups. Schauen wir doch mal. Russen und Ballers treffen sich im Lagerhaus. Oh, da will jemand Spottkarren verschiffen. Du musst einen Weg nach innen finden. Und ich sehe viele nette Waffen für mich. Die Mechaniker werden auch immer besser gerüstet, habe ich das Gefühl. So, erstmal wieder die gute alte, ich fahre alles über den Haufen, was mir in den Weg kommt, Taktik. Was erstmal nicht so viel ist, wie es scheint. Alter, die kommen mit ihren explosiven Fässern auf mich zu. Moment. Da müssen wir doch mal was drauf machen. Bis bald. So, lebt noch jemand? Oh ja, da hinten. Ich weiß nicht, ob ich den treffen kann. Von hier aus jetzt auf jeden Fall. So, schnell wechseln. Jetzt habe ich auch endlich wieder meine MP. Ich glaube, ich bleibe erstmal ein bisschen von den Flammen fern. Wir haben ja gerade eben schon mal flammendes Inferno gehabt. Das müssen wir jetzt so schnell nicht schon wieder haben. Wie sieht's mit dir aus? Ach, du bist bloß weggeschleudert worden wahrscheinlich, ne? Alter, hier brennt's aber auch. Ich glaube, da kriege ich keine Waffe mehr raus aus den 120 Schuss vorerst für die MP. Ja, sollte genügen. Auf jeden Fall sollte ich das da mitnehmen. Was denkt ihr so? Könnte helfen, oder? So, einmal da drauf. Ja, ja. Schieß mal auf und gehen erstmal ein bisschen in Deckung hier. Bleiben die da, wo sie sind? Ich weiß es nicht so richtig. Oh, ja, sie machen das. Hallo. Und auch du, hallo. Guten Tag. So, vielleicht mal nachladen? Geht das überhaupt? Ich weiß es nicht. Oh, echt jetzt? Hier drinnen kommt ein Bulle an. Oh, ich hoffe, der kommt jetzt nicht rein hier, oder? Das würde mir ja gerade noch fehlen. Oh, du bist ein bisschen spät rausgekommen. Kann das sein? Kleiner Spätzünder? Bumm! Die für mich, Leben für mich. Wunderschön. Also ich glaube, hier kommen wir doch ganz gut durch am Ende. So, schön, dass hier überall explosive Fässer stehen. Damit kann ich mich anfreunden. So, ich renne erstmal kurz hier vorbei. Wieder in die Hocke. Hier stehen echt überall explosive Fässer. Da zum Beispiel. Kann ich den Herrn treffen? Oh ja, ich kann. Wie es scheint.
Sieh mal an. Er fiel zu Boden. Welcome to America. So, erstmal kurz ein bisschen explodieren lassen hier. Weil wir es können. Haben wir noch jemanden? Oh ja, sieh an. Gut. Hätten wir die? Ah, natürlich. Die Waffen verschwinden so unfassbar schnell hier in dem Spiel. Das ist krass. So. Oh, ja. Sehr gut. Eine AK für mich. Zwar nur 60 Schuss, aber eine AK. So, wo müssen wir denn lang? Oh, da. Schlecht geschossen, mein Freund. So, kümmern wir uns mal um den Russen. Oh, was? Kriegen wir den? Ah. Dann eben erstmal die anderen. So, wenn es sein muss, machen wir das eben erstmal so. Ich komme! Ich komme nicht holen! Wo ist er denn? Hier lang! Oh nein! Er ist in ein Auto gestiegen! Verfolge ihn und schalte ihn aus! Oh ja, ich sollte mal ganz schnell hier das Auto wechseln. Puff! So, ab geht's! Da können wir gleich unsere Motorrad-Skills noch ein bisschen erhöhen. Wunderbar! Komm schon! Schlecht für euch, dass ihr hier so viele schnelle Wagen hinstellt. Gut für mich. Oh Gott. Ich gehe dann mal.